Jo Leute, begrüße euch zur schnellen Verfolgungsjagd von Mario Morgana, der sich hier jetzt im Park befindet. Ja, dieses Mal steigen wir gleich direkt ein in den Part. Ja, geht ein bisschen schneller, mein Kollege ist auch noch immer mit dabei. Der hat aber erst in der Mission 8. Meinen nächsten Auftritt. Voll rein. Bisher hast du ihn schon ordentlich getroffen. Der wird nicht lange durchhalten. Naja, so nicht. Aber Mario Morgana ist auch böse. Er ist böse. Und deswegen wird er verlieren. Auf einmal komme ich da auch ohne. Obwohl, es wäre wirklich interessant zu wissen, ob du mit Yoshi auch verfolgen kannst. Mal sehen. Ah, da unten. Es wäre wirklich interessant zu wissen, aber ich glaube nicht, dass es geht. Vielleicht läuft er vor allem davon, aber weil man ihn nicht nachspritzen kann... Naja, du kannst ihn mit Saft nachspritzen, das geht. Dafür würde das nicht zählen. Naja, es müsste Wasser sein, Saft ist klebrig. Nicht festhalten, schießen! Er dreht einfach um. Naja, das kann er ja. Hä, warum ist jetzt da stehen geblieben? Ja, wo auch immer die jetzt herkommen, wir nehmen sie mal mit. Jetzt brauche ich wieder Wasser. Ich bin ja jetzt gespannt, wie lange der jetzt durchhält. Nachdem ja mich diese Kreaturen der Tiefe mich immer wieder treffen. Und Mario nur am daneben schielen ist. Du kannst wohl links von rechts nicht unterscheiden. Wo ist er hin? Das verstecken sie. Ja, das glaube ich halt eher weniger, aber. Ich bin mir ein, ich habe ihn vorhin irgendwo rechts gesehen. Irgendwo rechts. Weil dort sind viele Leute. Okay. Das Sketch war noch nicht mal vorbereitet. Ja, manchmal. Okay, es wäre eher ein kleiner Joke. Also ein Sketch. Sketch ist ja. Vorbereitet, ja. Genau. Erstens was Vorbereitetes. Zweitens geht es über einen längeren, meist Dialog hinaus. Mario, du wirst mir ja wohl erzählen, dass du für die Höhe hier keinen Zeiten- und Wandsprung brauchst. Weil dann wäre es mir echt peinlich mit mir. Du Sautrottel, beweist doch wirklich immer grenzenlose Dummheit. Na endlich. Das merkt er sich natürlich wieder. Am nächsten Mal wird es noch schlimmer. In Bella Paradiso ist es um einiges schwieriger. Ja, Mario wird bedeckt. Ja. Von der Treppe. Soll er unter der Brücke schlafen, ist mir egal. Im Wasser. Ja, apropos Politik. Was sagst du eigentlich zu der Krise, die wir momentan haben? Zwei Wörter. Definiere die momentane Krise besser. Damit ich auch wirklich... Krieg in Syrien. Ach so. Zwei Wörter. Ohne Zusammenhang.
damit zusammenhängt? Wie fühlst du dich dabei? Traurig. Und wie findest du es? Es ist ein trauriges Trauerspiel. Um zweimal dasselbe zu verwenden. Und was hältst du davon? Krieg müsste nicht geführt werden. Wenn sich die Menschen anders einigen könnten. Sag das den Leuten, die Religion. Deswegen Religion machen. Auch innerhalb der Religion kann man sich einigen. Eigentlich ist Religion sogar das Thema, das noch am meisten dazu aufrufen würde, Frieden zu bewahren. Ja, im Christentum. Es gibt gewisse Teile der falsch verstandenen islamischen Hierarchie, glaube ich, wo man meinen müsste, alles andere auszurotten. Das ist aber eigentlich nicht wirklich ein Islam. Muss aber auch sagen, in unserem Alten Testament steht nicht immer das Friedfertigste drinnen. Bitte, Kapitel 8. Auch immer wieder andere Völker ausgerottet. Ja, trotzdem, beispielsweise. Und trotzdem konnten wir uns dahin zu entwickeln, dass das Welt den Frieden anstreben. Und so sieht es eigentlich so gut wie in jeder Religion aus, soweit ich das mitbekommen habe. Ah, sagen wir es mal so, die Geschichte von Richard von England, also Richard Löwenherz, sollte man mitunter kennen. Keine Ahnung, ob du die jetzt kennst. Am besten erklärst du nochmal. Oh, das ist die Mission. Du kennst sie? Ja, da darf ich rumfahren mit der Achterbahn. Ja, aber nur 3 Runden. Oh, du musst alle treffen. Und du hast, glaube ich, nur 10 Schuss mehr als du maximal brauchst, oder 5. Wo soll ich denn hier hoch? Auf der anderen Seite. Meinst du das von der anderen Seite? Nein. Aber egal. Geh mal hinten ins Wasser, ich glaube, da ist irgendwo eine blaue. Musst du nachschauen? Irgendwo bei der Palme vorher war das. Hier bei dem Gebiet. Ja, dort oben. Okay. Ja, dort oben ist ein M. Das habe ich total vergessen. Stimmt. Bitte. Falsche Düse. Auf. Kann ich mich auch unten hinstellen? Reizt ja, weiß ich nicht. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, das willst du. Ja. Funktioniert. Sofort nochmal. Ja. Funktioniert. Bam. Und gehört schon uns. Ich glaube, ich gehe mir mal ein Kaffeechen holen, bis der Kollege fertig ist, ne? Na warte mal, ich muss jetzt die Achterbahnzufahrt finden. Sonst irre ich hier noch weiter rum. Ja, auf da. Jetzt von Marius nach links. Genau. Na hoch. Den Weg nach oben. Da nach links rein. Mhm. Dann rüberspringen auf die andere Plattform. Da wo dieser Überdachung ist. Bei der Brücke. Aufs Ding? Ja. Nein. Auf welche andere Plattform? Da nach links. Weiter nach links. Da wo die Brücke hinführt, da springst du jetzt hin. Ah, okay. Genau. Okay. Muss ich zuerst mit den Leuten reden? Ja, musst du. Ich komme gleich wieder. Mhm. Mein Kollege unterhält dich inzwischen. Kleiner, ich bin seit Jahren nicht mehr so ein Ding gefahren. Oh, okay, mit dem musst du nicht reden. Das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Was sagst du mir? Ja, hi, okay. Und du? Willkommen zur Wiedereröffnung der Achterbahn. Ein Wasserballon-Abschusswettbewerb findet gerade statt. Versuch starten. Na gut, machen wir mal. Triffst du alle Ballons mit Wasserraketen, ehe die Achterbahn 3 Runden gefahren ist, gewinnst du. Wir überreichen dir dann einen Preis. Viel Glück. Nicht gut. Probier mal aus. Oh Mann. Oh Mann. Oh, das ist cool. Super! Finally! Ach, das gibt's nicht. Na doch, gibt's schon. Für meine Leitung.
Ja, ich habe 3. Ja. Noch eine. Das wird so schnell nichts. Hey, so kann ich. Noch 2 Runden, ach du meine Güte. Da wird schon kaum was getroffen. Oh, der verfehlt das knapp. Und hier wieder gar nichts getroffen. Das ist nicht das Schönste. Ja, ich schaffe ja noch nicht einmal das. Er fliegt wirklich, die Rakete fliegt wirklich drauf vorbei. Ja! Wow, 11. Sehr gut. 12, 13, yes! Ja, super zerschellt. Das funktioniert die meisten Schuss. Nein. Ah, jetzt habe ich nicht mal die zweite Rakete eingesammelt. Oh. Da löst sich mein Gefährt in Luft auf. Na so was. Gleich wieder rein mit dir, Mario. Das probieren wir erneut. Eine 14 habe ich ihn bekommen, soweit ich gesehen habe. Knappes Dreiviertel. Es geht besser. Es muss besser gehen, sonst kriegen wir die Insignie nicht. Aber für den ersten Versuch hätte ich auch viel schlechter abschneiden können. Ich bin gespannt, wie der zweite wird. Autsch. Jetzt muss ich erstmal wieder hinkommen. Naja, gut, dass das mein Kollege alles nicht mitbekommt. Dann lässt du mir vielleicht die ein oder andere dritte, vierte, fünfte Chance. Wenn ich weiß, wie oft ich an diesem Versuch schon versagt habe. Njung. Warte, den einen Weg. Njung. Mario ist der Spezialeffekte-Meister. Die Brücke. Hier sind wir richtig. Und das war nicht vorgesehen. Hey. Ja. So machen wir das. Ah. Nee. Na. Diese Hängebrücke gehört gesicherter. Ich kann verstehen, wenn der Vergnügungspark mal schließen muss. So. Ja, ja, deine Begrüßung haben wir schon durchgelesen und vorgelesen. Genau,
3 Runden sind's. Ich bräuchte eigentlich 10, aber auch egal. Probieren wir es. Nochmal. Das ist schon mal eine. Und damit habe ich 2. Ah. Ja, mein Kollege kommt gerade zurück. Lassen wir ihn mal raten, wie viel ich beim ersten Durchgang geschafft habe. 7. Er schätzt 7. Tatsächlich habe ich das doppelte 14 hinbekommen. Und doch bin ich noch weit entfernt von einem Sieg über diese Ballonbowser Juniors. Ja! Endlich mal in der Fahrt den einen Ballon hinbekommen. Ja! 10 bereits schon nach der ersten Runde. Jetzt bin ich langsam drinnen. Okay, gut. Das war unnötig. Verschlossen. Und das war viel zu hoch. Aber vielleicht von oben. Ja, 2 auf einmal. Okay. Nein! Jetzt hat es sich zu schnell gedreht. Geh rein mal in die Mitte rein. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ja. 4 fehlen noch. Da sind ja ganz viele. Also zumindest 2. Ganz viele werden schon so drin. Ja, einer noch. Der da oben. Komm schon, jetzt aber. Nein! Das ist die letzte. Ich muss vom Looping aus das schaffen. Selbst wenn ich das nicht hinkriege, habe ich mich echt wacker geschlagen. Wo ist er? Da oben! Ja, danke. Ja. Sieht schlecht aus. Ja! Ja! Sauf da raus, das Mikro. Wow, jetzt war es das Mikro umgehauen. Ich hab's geschafft! Und jetzt? Achso, das ist jetzt nochmal der Outro. Der gibt dir jetzt die Scheibe. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das sogar mit dem zweiten Versuch hinbekomme. Alter, du bist echt gut. Unglaublich. Ich hatte diese Mission als eine der schwersten in Erinnerung. Von dem, was ich mir angeschaut habe und gemerkt habe von Super Mario Sunshine. Willst du mal einen Sandvogel versuchen? Ja, bitte. Warum nicht versuchen? Es kann mich ja nur stärker machen. Im Übrigen schmeckt der Kaffee. Ja, schon. So. Ich mag einen leicht bitteren Geschmack. Soll ich dich noch hin manövrieren, während du? Ja, ich kann nebenbei saufen auch, das ist kein Problem. Warum gehst du so rein, dann sind wir fertig. Ah, wir sind schon fertig. Okay. Die Zeitmissionen mache ja ich. Es waren schon 8 Kapitel. Naja. Ja, obwohl, wenn ich schon dabei bin. Jetzt, wo Mario Morgana weg ist, kann man ja die Missionen, die einzelnen, nochmal machen. Und jetzt ist ja mein lieber Yoshi da. Oh, der ist so süß. Ja, Alter, bitte. Mach's besser.
Und wozu machst du das gleich nochmal? Rote Münzen in der Mission drinnen. Schon vergessen. Okay. Weil jetzt kann ich ja den Dreckweg mitnehmen. Ha! Die Bombe war fies. Naja, das Spiel hat so einige miese Angewohnten. Das ist eine davon! Das ist im Übrigen eigentlich nichts als dieselbe Kuppel, mit der wir hergekommen sind. Nur ein bisschen kleiner. Stimmt. Dann das erinnerst du dich bestimmt noch. Mhm. Oh! Tja. Millisekunde zu spät. Arrivederci. Und Game Over auch noch. Na egal, Leute, dann probiere ich das in der nächsten Folge. Wir hätten sowieso jetzt den Part beenden müssen, also Hobby die Regima Engineers.